7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Ja, der eine da hinten, der Punkt ist der LSE Norwegen, hat es erst die andere Beine, sind noch ein paar Sekunden. Da kann es da hinten schon irgendwie mitliegen. Größter Marken, eigentlich auch der Ausfall. Dieses Mal, man sieht schon, wirklich von Zürich. Wirklich, du verlierst ja nicht so viel, das sind ein paar Sekunden. Zwei Stunden plus. Also, da ist schon etwas mehr Professionalität. Wir dürfen vielleicht jetzt die Zeit von unter 8 erwarten. Die Damen haben wir vorgelegt mit 7 Minuten 40. Das muss erstmal getoppt werden. Da vorne schaust, weil ich bin nicht drin. Da müsste eigentlich nicht die Emission. So, ich sag mal, ist jemand aus Dingensbrücke bei diesem Stadion? Ich habe die Folge gegen Saboje geschwommen. Jessie, Damen, Thomas. Der Marc Raut, ja. Okay, da sucht man Ruhe durch. Aber Dingensbrühl. Von den Sportfreunden Dingensbrühl vor Land Peter. Fußballer, okay. Also einiges aus Dingensbühl wieder vertreten, das finde ich klasse, dass man beim Heimtriathlon auch einige Heimmannschaften hat. Später wird es nochmal richtig spannend bei den Staffeln. Die Feuerbank zum Beispiel eine, Emotion hat glaube ich sogar drei Staffeln. Also das wird eine richtig tolle Sache noch später. Und wie gesagt, an alle Athleten im Zieleinlauf, Physiotherapie, Rebele Stefan aus Dingensbühl. Dann die geschundenen Muskeln massieren lassen, einfach im Zielbereich direkt. Radsport Schmidt sucht das Fahrrad, nein, ja, das sucht ist die so Staffelkollegen. 500 Meter für wenig haben, das ist, ja, das ist schon 10 Minuten. Wir liegen jetzt aber genau bei 1 Minute und 45 Sekunden. Ja. Das ist schon viel, also viel angenehmer wie letztes Mal. 12, 14, 12 Minuten. Also, das ist so viel erreicht. Und ohne Pause. Was? So, wir liegen jetzt bei 2 Minuten und 21, 22 Sekunden. Komm mal her, was? Dann kommen wir gleich wieder rum. Ich glaube, alle auf einmal. Passiert wohl erst die Schwächere. Sonst ist jetzt kann man. Und so langsam in Vorstadtzustand können jetzt kommen die Staffeln beim zweiten Triathlon hier in Dingensbühl. Die Staffeln starten um 12 Uhr. Aber ich glaube, dass die drei Disziplinen von drei verschiedenen Sportlerinnen und Sportlern absolviert werden. Schöne Sache dann. Und wir sind jetzt gerade im dritten Start. Männer, die etwas schnelleren von den Durchgangszeiten, bei 3 Minuten und 5 Sekunden genau. Schau, da kommen sie wieder. Und Harald Ruxer läuft sich auch schon zumindest mental warm. Harald, alles klar. Jawohl, schaut gut aus. Ja komm, du schaffst es locker. Was haben wir eigentlich alles für Staffeln da? Emotion sehe ich hier, Feuerbank sehe ich hier, mit ihr Dragon, Radsport Schmidt. Siehst du noch was aus Dingensbühl? Feuerbank hat auch eine Staffel. Die zweite Luft, das ist natürlich auch ein super Name. Die Steinrose, schnelle Rehbeine. Aber Marc Waldingen läuft unser Walter mit, du schüttelst Walter. Der schnelle Mann. DKB aus FCA, das sind garantiert auch welche aus Dingensbühl, ganz klar. Also schön, dass so viele mitmachen beim Heimtriathlon. Wir sind jetzt bei 4 Minuten und 20 Sekunden. Und bin mal gespannt, ob wir eine Durchgangszeit von unter 8 Minuten schaffen. Servus. Aber es schaut, glaube ich, ganz gut aus. Ganz sauber. Brutal, ja. Weil das ist ein ziemlich kraftintensives Spiel und alles, aber der ist voll. Ja.
Wieso? Ist sie nicht oben an der Brücke? Ja, sie ist doch auch okay von der Brücke. Wenn sie an der Brücke auch festmachen. Der Markt raus immer noch. Einmal zwei. So, wie schaut's aus? 5:25 Uhr sind wir schon, aber es kann nicht sein, dass jetzt schon einer aus dem Wasser geht, das wäre ja Zuschauer. Rainer Boss redet sich schon warm. Rainer, alles gut? Super, ja, erst mal mental warm machen und dann richtig warm machen. Alles klar. Staffelstart in 14 Minuten. Und dann war das die letzte, ist das schon die letzte Hand? Ja? Ja, ich glaube, ich kann machen. So, jetzt sind wir genau bei 6 Minuten. Da, schau da hinten. Komm, ich guck da hinten. Da hinten aus und runter. Siehst du? Jetzt geht's nicht, Schatz. Ich hab zu dir gesagt, jetzt muss lieb sein. Jetzt müssen wir, Papa, müssen wir da alles filmen. Danach kannst du was haben. Damit an die 13-Minuten-Marke zum nächsten Start. Das war erst der Duell. Ich finde das voll cool. Und es wurde mal, dass er halt überhaupt geschwommen hat. Einmal hat er probiert vorher. Ich bin voll dabei. Hallo. Ja, du hast nichts. Der überholt jetzt in der Kurve. Hallo. Geil. Und so weiter hat alles im Griff. Sehr gut. Du bist auch dran, ja? Wir sind nur. Ich habe gleich nächste auch noch. Thomas! Weiter! Ich kann gerade nicht. Nee, also der überholt den jetzt noch. Jetzt 7:15 Uhr, wo ist der erste? Das ist der nicht letzte, schon alles, das ist schon was lang. Aber komm jetzt, komm mal holen. Da gibt es die Arbeit noch in Grenzkanne. Ja, das stimmt. Aber in Heizen sagst du, die Damen, die haben ja, auch ein Tempo vorgelegt. Mein lieber Scholli, momentan beißen sich die Männer noch die Zähne aus, aber wie gesagt, das waren zwei gute Frauen im Feld. Also, insofern exkutiert. Ohne Flümpfele, ohne alles. Jetzt kommt der erste, okay, ich kriege gerade das Signal. Gleich sind wir bei 8 Minuten und der erste scheint zu sein der Tobias Funk aus Dinkelsbühl. So wollen wir das haben, so ist es super. Jetzt bei 8 Minuten und einer Sekunde. Als erster also Tobias Funk aus dem Wasser, ein Dinkelsbühler. Das Jahrlehrer. Genau so wollen wir es. Das ist eine Sportlehre. Super! Also ein Stichwort vom Veranstalter von Sebastian für heute Information bei den Frauen für die Heidi Sessner mit unangefochten, richtig großen Vorsprung. Das war klar, die hat jetzt heute schon in Regensburg den Ironman gewonnen. Die ist richtig gut drauf, heuer richtig stark. Die Vorjahressieger nehme ich an, dass die Speiser, Beate Speiser, quasi die zweite sein wird. Während die Männer hier jetzt aus dem Wasser rauskommen mit guten Zeiten. Der erste war knapp über 8 Minuten, jetzt mal bei 8:55 Sekunden. Und sie kommen doch recht geschlossen aus dem Wasser raus. Laufen hoch in die Rettungszone. Abzüge mit dem Fahrrad drauf und ab geht's 21 Kilometer um Dinkelsbühl rum. Das Familienunternehmen, die Staffel Kömer-Göhl, bespricht sich hier. Und ich bin gespannt, was die für eine Zeit vorlegen. Und der nächste ist aus dem Wasser raus. Kömer-Göhl, was legt ihr für eine Zeit hin? 1:30 Uhr. 1:20 Uhr. Ankommen, sehr gut. 1:30 Uhr ankommen, das ist eine gute Vorgabe, sehr schön. Geht ja auch nicht um Rekorde, geht einfach dumm. Mitzumachen, ich finde schön, dass viele mitmachen. Wir sind kurz vor den 10 Minuten, heißt
die Männer, die zweite Gruppe ist eindeutig die schnellere, ganz klar. Während sich die ersten Staffelleute schon ins Wasser begeben. Wir haben euer extra warmes Wasser, das letzte Jahr war es ja doch recht frisch in der Mönitz. Was hat man gehabt denn also? 16 Grad, glaube ich, sowas. Aber das war richtig heftig letztes Jahr. So, da kommt wieder eine ordentliche zweite Gruppe, vierte Gruppe. Karin, wie schaut's aus? Siehst du, was für viele noch im Wasser sind? Noch ungefähr. Okay, also zieht sie noch ein bisschen. Aber wir werden rechtzeitig zum nächsten Start fertig sein. Gleich kommt er, der Papa. Bisschen dauert noch. So, wir sind jetzt bei 11 Minuten und 9 Sekunden und sind, oh ja, da kommt wieder ein größerer Pult, aber die machen das richtig schön gemächlich durchziehen und sauber sicher ankommen. Und der nächste Staffelstart, der erste Staffelstart und einzige Staffelstart ist in knapp 8 Minuten also. Das war der Michael Czesny, genau, der ist gerade aus dem Wasser raus, danke für den Hinweis. Und die Nächsten kommen, jawohl. Noch 6 Leute im Wasser, danke Karin. Peter Volland eben aus dem Wasser raus. Noch genau 8 Minuten zum Wasserstart, zum nächsten Start der Staffeln. So, wir sind jetzt bei 12 Minuten und 40 Sekunden. Minuten und 5 Sekunden. Jawohl. Da ist der Papa, Lorenz. Schau, jetzt kommt er raus aus dem Wasser. Guck, jetzt kommt er. Karin, letzte. Okay, also die sind schon deutlich kompakter in den Durchgangszeiten. Thomas, spitze! Die Vorgruppe. Komm, klasse! Die sie abgegeben haben, selber von sich, genau richtig. Vorzimmer von Dr. Hammer, Frau Bromberg auch am Start, bei den Besuchern, bei den Applaudierenden. Alles gut? Sehr gut. So, und wie schaut's aus, der Letzte? Gerade steigt in den Fluten der Mönitz. Und wir sind durch jetzt bei 13 Minuten 49 Sekunden. Das bedeutet, in 6 Minuten.